So, da sind wir auch wieder zurück. Ja, es funktioniert. Ist unabhängig, wie viele Kerne ich hier drin habe, das passt ganz okay. So, jetzt brauchen wir die Komponentenwärmetauscher. Die kommen einmal hier oben rein und einmal hier in der Mitte. Dann die Reaktorhitze-Dinger. Da, 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 da und da. Also das Setup könnt ihr nachfragen oder könnt ihr jetzt hier nachbauen. Müsst halt mit mir Schritt nach Schritt nachgehen, dann funktioniert das einwandfrei. Normale Heatfans, die beiden. Einmal dahin und einmal dahin. Dann vier. Dit. Dit. Und das. Fünf die Komponenten. Hier. Hier. Und da. Und sechs jetzt nur noch da und da. Und jetzt kommt noch die Uranzelle rein und fertig läuft das Ding. Jetzt ist natürlich off, genau. Ich brauchte mal unbedingt das Teakholz. Wie viel kann er denn laufen? Zeigt er mich schon an, alles klar. Aber welche bist du denn grün? Ja, du bist grün. Läuft er denn jetzt? Ist er denn jetzt an? Warum ist er denn jetzt off? Ah, muss ich gleich gucken. Also bestimmt wieder Mist gemacht. Oder wenn ich gleich schlafen gehe, geht's gleich wieder. Hatte ich auch schon mal. Ach, okay. Kann sein, dass wieder die Kabel irgendwelchen Mumpitz gemacht haben oder irgendwie durch irgendein Block-Update das über das Puffergate spinnt. Ach, Gär, warum will ich denn auf einer Workbench pennen? Hier, geh ins Bett. Du kannst nicht schlafen, du kannst nachts schlafen. Meine Güte. 1000, Tag 1321. Unglaublich. So viele Minecraft-Jahre sind wir schon hier drauf, aber die Tage gehen ja hier in Minuten sozusagen. Und ich hätte gedacht, jetzt geht das so. Weißt du, ich komme jetzt gerade so an, so Slow Motion und erstmal eine Riesenexplosion und alles ist weg. Ich würde mich natürlich riesig ärgern, aber kann natürlich vorkommen. Warum bist du denn offline? Du darfst doch jetzt angehen, mein Freund der Nacht. Aber du willst nicht, ne? Aus welchem Grund willst du nicht angehen? Kann ich das irgendwo bei dir sehen? Gib mir mal eben das Puffergate. Hup. So, willst du nicht angehen? Nee, ist schon. Ja, da ist das Problem nämlich. Weil irgendwo muckt das Kabel hier wieder rum. Das hatte ich nämlich schon mal. Hatte ich aber im letzten Mal auch gehabt. Dass das Kabel irgendwelche Mucken gemacht hat. Meist an diesen Stellen hier. Jetzt ist er wieder an. Ja, dann hasch mich. Der Reader kann eh nichts machen. Ist ja nichts drinne. Ah, jetzt läuft er an. Genau. Jetzt läuft, jetzt gibt er 60 EU pro Tick raus, aber wo drauf? Keine Ahnung, weil ich keine Kabel angeschlossen habe. Ah, jetzt habe ich keine Kabel hier. Was jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, was der macht, wenn der die Energie nirgendwo los wird. Hahaha. Ob er jetzt hochgeht? Nein, das weiß ich nicht. Weiß gar nicht, was er macht, wenn ich dem jetzt hier den Saft drauf gebe. Kommt er wohl mit aus? Kommt damit aus und überhitzt nicht. Bis jetzt noch nicht. Wie sieht's aus? Oh. Das war mit der Reaktorhitzeplatte. Wo ist sie denn hin? Warum ist sie denn weg? Hat der wieder Mucken hier gemacht?
Sollte man vielleicht nicht so hoch machen. Also irgendwas ist mit den Dingern hier ganz komisch. Irgendwas ist damit vollkommen nicht okay. Weil die machen immer wieder Mucken hier auf dem Ding. Ich würde mich mal gern fragen, warum. Ich wüsste auch gar nicht, wo er das immer hernimmt. Ja, der leuchtet dauerhaft. Aber warum macht er das denn so? Immer wenn ich den hier wegnehme, an diesen Stellen. Das gleiche macht er. Jetzt hätte er sich hier auch abgekappt. Kann das vielleicht daran liegen, dass das hier ein bisschen dumm läuft? Jetzt habe ich natürlich keine Steine mehr. Ah. Ich wollte gerade sagen, mein Jetpack ist alle. Weil jetzt hat das mich nämlich zerrissen da unten drin. Läuft nicht an, ist schon mal gut. Jetzt hat er mir so ein Reaktor-Heat-Fan zerrissen. Ah, ja. Machen wir mal eben schnell noch Neues. Da haben wir noch Hitzeabzüge. Hier, nimmst du noch eins, dann ist es okay. Ich glaube, das hat's auch gefehlt. Ja. Scheint so. Kann natürlich sein wegen der Software da hinten, aber würde doch niemals so Mucken machen. Was habe ich denn da hinten für eine Software? Gar keine für eine Farbe. Das ist Cyan, glaube ich. Cyan und Pink. Ich schaue lieber nochmal nach. Es ist ja nicht möglich, dass er hier solche komischen Spirenzchen macht, die ich gar nicht haben will. Ja, Leimgrün ist klar. Die muss ich auch gleich alle nochmal neu starten, weil ich habe ja einmal das alles hier abgeschlossen. Das heißt, er startet jetzt. Er hat irgendwie wieder einen Fehler gehabt bei Minecraft. Habe ich einfach dann beendet und dann wieder neu gestartet. Also ich nehme noch ein paar Bundle Cable mit. Also irgendwo macht er doch hier Muggen. So, die beiden weg und die nehme ich mal mit. Probieren wir es nochmal. Warte, was macht eigentlich dieses Puffergate? Das tut eigentlich nur Puffern zwischendurch, ne? Ah, ich probiere es mal einfach nur mit Kabel. Und ich habe wieder Steine vergessen. Naja, gehen wir durchs Portal. Wenn ich hier sowieso schon auf dem Weg hier bin, kann ich auch gleich noch Teakholz mitnehmen. Immer diese Zeitverschwendung hier.